So. Mein letzter Tag heute. Ja. Ich hab hier alles. Ich hab hier alles. Okay. Gezählt. Okay, ich bin dann weg, ne? Ja, warte ganz kurz. Die Einlogdaten noch. Hast du mir geschickt? Hab ich dir alles geschickt. Heißt. Server ist ja hier. Warte, wenn du hier auf. Ruhr.games, da ist alles umgeleitet und alles übertragen. Perfekt. Sehr gut. Klar, ne? Ich bin dann weg, ne? Okay, ja, willst du nicht noch irgendwas sagen zu deinen Zuschauern? Nur das war deine Plan. Ich bin weg für dich. Ich bin keine Ahnung, wo ich bin, nach Dubai oder so. Ciao, ciao. Ciao. Leute, das ist natürlich nur ein Spaß. Lasst es mich erklären, okay? Ich komme direkt zum Punkt. Dura.games ist ab sofort OP-Sucht. Dura.games ist zu OP-Sucht quasi mit eingegliedert worden, Leute. Und ab dem Zeitpunkt, wo das Video released wird, kommt ihr über die Domain dura.games-durchrasten.de nur noch auf opsucht.net. Ihr habt nichts verloren, alle Items, alle Grundstücke sind geblieben, also macht euch keine Gedanken. Ihr habt nur Vorteile dadurch. Lasst es mich erklären, warum wir diesen Schritt gegangen sind, Leute. Ich joine mal auf den Server rauf. So wird das Ganze hier aussehen, wenn ihr das erste Mal hier wieder auf den Server drauf joint, Leute. Wie ihr alle wisst, arbeiten wir alle von einem Büro aus. Und ich werde nochmal gleich ins Detail gehen, aber kurz und knackig einmal formuliert, Leute. Wir wollen der beste Java-Server werden, den Deutschland je gesehen hat. Und das können wir halt nur, wenn wir uns voll und ganz auf einen Server fokussieren können, Leute. Das hier ist der ehemalige Dura-City-Build. Wenn ihr hier jetzt drauf joint, kommt ihr hier ganz easy drauf. Und das Ganze hat sich ein wenig optisch verändert. Es ist aber noch alles da. Ihr habt euer Geld, ihr habt eure Grundstücke. Es ist also nichts verloren, Leute. Also habt keine Angst. Ihr habt jetzt übrigens auch die Möglichkeit, auf 1.16-City-Builds zu zocken. Also falls ihr vielleicht Bock habt, mal eine neuere Version auszuprobieren, könnt ihr das jetzt auch hier machen. Und zwar auf City-Build 3 und City-Build 4, Leute. Aber wir gehen jetzt erstmal auf den ehemaligen Dura-City-Bild, Leute. Ihr seht direkt vor mir schon, was sich hier getan hat, Leute. Wir haben jetzt hier ein paar NPCs, womit ihr ganz easy, locker, flockig die wichtigsten Funktionen einmal ansteuern könnt. Wir haben jetzt unter anderem Minions, die für euch automatisch farmen gehen. Hier könnt ihr auf unseren Farm-Server gehen. Die Farm-Server sind jetzt getrennt von dem Haupt- Plotwelt-Server, das heißt, wir haben eine noch bessere Performance als zuvor. Wir haben jetzt einen leichter zugänglichen Admin-Shop direkt am Spawn für euch, an dem ihr sowohl Items kaufen als auch verkaufen könnt. Ihr müsst nicht mehr unendlich lang gehen. Ihr könnt einfach hier Rechtsklick auf den Admin-Shop machen und dann könnt ihr Items kaufen und verkaufen. Ihr habt jetzt auch eine tägliche Belohnung, Leute, sogar mit Streaks. Ihr seht das, wenn ihr 7 Tage in Folge online kommt, bekommt ihr 5.000 Dollar, nach 14 10.000, nach 30 20.000. Das geht hoch bis 180. Wenn ihr 180 Tage in Folge online kommt, bekommt ihr 150.000 Dollar, Leute. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ihr habt jetzt ein Freundesystem, Leute. Das heißt, ihr könnt eure besten Freunde hinzufügen, adden, seht, wo die online sind. Ihr könnt serverübergreifend miteinander schreiben, kommunizieren. Das macht das Ganze nochmal ein bisschen einfacher. Ihr seht hier schon, die aktiven Dura-Spieler unter euch kennen das Ganze hier schon. Es hat sich an der Plotwelt an sich nichts verändert. Es ist noch alles da, was ihr gebaut habt. Also, wie gesagt, macht euch da keine Sorgen. Ihr könnt hier fleißig weiterspielen, bloß jetzt mit viel mehr Funktionen, die jetzt auch natürlich regelmäßig geupdatet werden, weil wir, wie gesagt, der beste Java-Server in Deutschland werden wollen, Leute. Es haben sich die ein oder anderen kleinen Befehle geändert. Wenn ihr Hilfe braucht, gebt einfach ein /Tutorial, klickt hier drauf und da wird euch alles erklärt, Leute. Also /Tutorial, merkt euch das, falls ihr mal Hilfe braucht, Leute. Ich zeige euch nochmal eine Sache, die ich persönlich auch richtig cool finde, Leute. Jeder, wirklich jeder einzelne von euch hat ab dem jetzigen Zeitpunkt die Funktion Redstone auf seinem Grundstück freigeschaltet. Ihr könnt ganz easy jetzt Redstone benutzen auf eurem Grundstück. Ihr müsst keinen Antrag mehr stellen. Ihr könnt ganz einfach Redstone benutzen, ohne ganz viel Hackmack, Leute. Wir haben insgesamt über 30 neue Funktionen auf dem Server und wir werden jetzt der absolut geilste Java Edition Server. Ich habe richtig Bock. Ich hoffe, ihr habt mindestens genauso viel Bock. Ich bin jetzt auf dem Server, wo dieses Video online kommt. Also schaut vorbei, kommt vorbei. Wir sehen uns auf dem Server. Ich freue mich auf euch. Leute, und jetzt zeige ich, von wo das Ganze hier entsteht. Hier ist erstmal unser Aufnahmesetup. Wir haben uns gedacht, wir brauchen eine richtig coole Zentrale. Wenn wir der beste Java Edition Server werden wollen, brauchen wir natürlich eine gute Zentrale. Ohne euch muss ich hier an der Stelle sagen, erstmal fettes Dankeschön, weil ohne euch wäre das Ganze logischerweise natürlich nicht möglich gewesen. Ich will euch jetzt noch nicht so viel zeigen, weil es ist noch nicht zu 100% fertig. Ich bin auf jeden Fall richtig stolz, dass wir es so weit gebracht haben als Community. Wir freuen uns auf eine geile Zeit zusammen mit euch
und hoffen, dass ihr auf jeden Fall mit dabei seid, am Start seid und uns weiterhin supportet. Und jetzt sehen wir uns auf opsoft.net, dem besten Java-Edition-Server in Deutschland. Wir sehen uns. Ciao, ciao.